Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Mir geht es gut, ich bin etwas müde. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Arbeit, Work. Arbeit ist sehr wichtig. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Warum ist Arbeit ein sehr wichtiges Thema? Arbeit ist wichtig, weil du mit Arbeit Geld verdienst. You earn money. Geld ist für viele Dinge wichtig. Geld ist zum Beispiel für das Wohnen wichtig. Für das Wohnen musst du Miete zahlen. You have to pay rent. Geld ist auch wichtig für das Einkaufen. Lebensmittel kosten auch Geld. Wenn deine Kinder sehr viel essen, kostet das auch Geld. Geld ist auch wichtig für deine Mobilität. Was ist Mobilität? Mobilität ist zum Beispiel, dass du mit dem Zug zur Arbeit fährst. You go by train to work. Oder mit dem Bus oder mit dem Auto. Das alles kostet Geld. Also, Arbeit ist wichtig, weil du damit Geld verdienen kannst. Warum ist Arbeit noch ein sehr wichtiges Thema? Arbeit ist auch wichtig für dein Gefühl, your feeling. Wenn du arbeitest, fühlst du dich meistens besser. Du bist dann wichtig für die Gesellschaft. Das ist auch sehr wichtig. Wo arbeitest du? Es gibt unterschiedliche Orte für Arbeit. Vielleicht arbeitest du in einem Büro. Vielleicht arbeitest du auch auf einer Baustelle. Vielleicht arbeitest du in einer Schule. Es gibt viele, viele unterschiedliche Orte für Arbeit. Ich arbeite in einem Büro. Manchmal ist Arbeit langweilig. Sometimes work is boring. Manchmal ist Arbeit lustig. Zum Beispiel, wenn der Chef einen schlechten Witz macht, when the boss makes a bad joke, dann musst du lachen. Auf der Arbeit gibt es Kollegen, colleagues. Kollegen sind manchmal nett und manchmal nervig, annoying. Manchmal sind sie wie Familie. Manchmal machst du Fehler auf der Arbeit. Das ist normal. Das ist nicht schlimm. Ich mache fast jeden Tag Fehler auf der Arbeit.
Arbeit kann auch stressig sein. Und Stress ist ungesund. Es ist wichtig, auch zu entspannen. Daher hat Arbeit auch Pausen, Breaks. Pausen sind super. Du kannst dann zum Beispiel Kaffee trinken oder einen Spaziergang machen. Irgendwann endet die Arbeit. Meistens endet die Arbeit am Abend. Dann gehst du nach Hause und freust dich auf deine Freizeit, your free time. Arbeit ist ein wichtiger Teil des Lebens. Wir arbeiten, um zu leben. Aber wir leben nicht nur, um zu arbeiten. Das heißt, es gibt natürlich noch wichtigere Dinge als die Arbeit. Ich hoffe, dass du auf deiner Arbeit viel lachen kannst und ein bisschen Spaß hast. Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, du konntest einiges lernen. Wenn dir die Episode gefallen hat, höre sie doch in ein oder zwei Tagen noch einmal an, damit du dir die Wörter besser merken kannst. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn doch mit deiner Familie oder deinen Freunden, wenn sie auch Deutsch lernen möchten. Die Vokabeln für die Episode sind wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Bleib vor allem gesund. Tschüss!